Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauer. Heute wollen wir uns einmal mit einem Mysterium auseinandersetzen. Und zwar geht es um die Spurensuche nach den Mönchen im Fichtelgebirge. Um zu verstehen, woher diese Theorie kommt und warum ich jetzt nicht unbedingt der Freund davon bin, dazu gleich mehr, müssen wir uns ganz kurz einmal mit der Besiedlungsgeschichte unserer Region auseinandersetzen. Wir wissen, dass schon in der Steinzeit erste Menschen durch das heutige Fichtelgebirge, das heutige Hofer Land, den heutigen Frankenwald durchgezogen sind und dass eben fortan eigentlich in jeder Periode, insbesondere dann eben in der Eisen- und Bronzezeit oder Bronze- und Eisenzeit, die Menschen immer häufiger hier waren. Es gab also tatsächlich eine Zunahme von Bevölkerung innerhalb dieser Räume. Diese Personen sind allerdings damals ganz oft nicht hier geblieben, sondern die sind halt einmal eine Generation, haben sie sich irgendwo niedergelassen und dann danach sind sie auch wieder weitergezogen. Dann, so um Christi Geburt herum, nahm diese Zahl mit einem Mal ab. Und das kann erklärt werden durch die doch recht kalten Temperaturen, die Einzug gehalten hatten. Das heißt, es war bei uns hier im Mittelgebirge einfach kälter als außenrum. Das erklärt eben auch, warum weiterhin Menschen an der Region vorbeigezogen sind, wie beispielsweise die sogenannten Slawen, die aus dem Osten Europas kamen und sich ja beispielsweise im rauen Kulmer mal längere Zeit aufgehalten haben, dass diese Menschen dann aber eben weitergezogen sind in Richtung Bamberg. Bis heute kann man das noch sehen, wenn man vom Fichtelgebirge aus auf der A70, glaube ich, müsste das sein, nach Bamberg fährt, dann kann man wirklich zuschauen, wie mit jedem Kilometer das Thermometer ein bisschen nach oben steigt. Diese Slawen waren also durchaus mal da, aber zwischenzeitlich haben sich mehrere Theorien ergeben, die davon ausgehen, dass hier Tausende von Menschen in der slawischen Kultur gelebt haben sollen, und das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch. Ursprünglich kommt diese Sichtweise aus dem 19. Jahrhundert. Damals hat man in Anbetracht des neuen Nationalbewusstseins damit angefangen, eine deutsche Geschichte erforschen zu wollen. Und die geht eben davon aus, dass es grundsätzlich immer eine Konstante gegeben haben muss. Dass also ausgehend von der Steinzeit immer Menschen da gewesen sein müssen, weil sonst wären wir ja heutzutage nicht hier. Das war damals so die Grundüberlegung. Und da konnte man natürlich Lücken innerhalb dieser Geschichte überhaupt nicht brauchen. Wenn man jetzt also festgestellt hat, dass vor Christi Geburt Menschen da waren und dass man ja im 19. Jahrhundert da war, dann muss man auch dazwischen irgendwas finden können. Und mit dieser These ist man jetzt hergegangen und hat angefangen, diese Siedlungslücke für ungefähr 400 oder 500 Jahre war die tatsächlich vorhanden, irgendwie schließen zu können. Da gab es jetzt ganz verschiedene Thesen. Die einen haben gesagt, die Kelten waren da, für die anderen waren die Römer da. Und die größte Theorie war eben die, die unter anderem der Ludwig Zapf auch aufgestellt hat, es waren die Slawen da. Ja? Das Ganze hat man in erster Linie durch Ortsnamen erklären wollen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ortsnamen auf Itz sollen von den Slawen herrühren. Auf diese Weise konnte man sehr, sehr viele Ortsnamen bei uns erklären. Es gibt auch neuere Forschungen, die das immer noch versuchen und die dann eben teilweise im dreistelligen Bereich Orte zusammenfassen, die allesamt von Slawen gegründet worden sein sollen. Das sehe ich allerdings, muss ich euch offen gestehen, ein bisschen kritisch. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass, nehmen wir mal den heutigen Landkreis Hof, damals, keine Ahnung, selbst nur 15.000 Menschen der slawischen Kultur im 5., 6. Jahrhundert nach Christus hier gewohnt haben sollen, dann müsste ich von denen irgendetwas finden. Menschen hinterlassen Spuren, bewusst oder unbewusst. Ja, da fällt einmal was runter, da zerbricht einmal was, man begräbt natürlich auch einmal jemanden, und das haben wir bei uns überhaupt nicht. Es gibt einige wenige Funde drüben bei Wunsiedel und dann eben insbesondere am rauen Kulm, also quasi rund um das Mittelgebirge außenrum, als die Slawen damals dran vorbeigezogen sind. Aber innen drin auf den Hochflächen, da findet man relativ wenig von den Slawen. Manche Objekte sind da, die durchaus slawisch sein könnten, aber das sind meistens Einzelfunde. Und jetzt frage ich mich schon, wenn da 15.000 Menschen gewohnt haben, warum finde ich vor denen nichts? Warum finde ich, wenn ich in den Boden grabe, Funde aus dem Mittelalter, dann finde ich ja gewisse Zeit lang nichts und dann plötzlich finde ich Funde aus der Bronzezeit, aus der Eisenzeit etc. pp.
Die Frage ist für mich relativ einfach zu beantworten, weil eben in der slawischen Zeit weitaus weniger Menschen da gewesen sind, als man immer angenommen hat. Wenn ich eine Theorie aufstelle, bei der ich davon ausgehe, dass ich das Ergebnis schon weiß, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Und genau das hat man eben im 19. Jahrhundert gemacht. Wenn ich also jetzt beweisen will, dass Slawen da waren, dann finde ich immer genug Belege dafür, die meine These unterstützen. Wenn ich jetzt hergehe und sage, jawohl, die Itzdörfer, da gibt es 300 Stück davon, das ist Beweis genug, das passt, weil eben die Begriffe, die im Kern dieser Ortsnamen stecken, allesamt aus dem Slawischen stammen können, dann finde ich da immer was, ja? Aber genau das ist eben falsch. So rum arbeitet man in der Forschung nicht. Wir schauen uns erstmal an, was da ist und versuchen das, was da ist, dann entsprechend zu erklären. Komplett ergebnisoffen. Und wenn man das tut, dann ist die Ortsnamensforschung, ich will da niemandem zu nahe treten, tatsächlich ein bisschen heikel. Denn wenn ich nach Erklärungen für einen Ortsnamen suche, dann werde ich immer welche finden. Ich habe vor kurzem mich erst mit jemandem unterhalten in Selbitz. Ja, der hat auch gesagt, Selbitz, eindeutig slawisch, ist ja auf Itz endend. Und da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, naja, ich könnte aber genauso gut sagen, Selbitz kommt von der Seelbitte, also dass da eine Kirche gestanden war, da haben die Menschen dann eben um ihr Seelenheil gebetet oder für ihr Seelenheil gebetet, deswegen war das die Seelbitt und daher kommt dann Selbitz. Das, was ich gerade noch gesagt habe, ist absolut falsch, ja, aber es hört sich doch, muss man zugeben, recht logisch an. Und das ist eben das Problem bei solchen Ortsnamen. Wenn man lange genug sucht, findet man immer irgendwas, was Sinn macht. Aber das ist halt genau die Gefahr. Die Geschichte ist meistens nicht so einfach strukturiert, dass es immer logisch ist. Ja? Deswegen bin ich bei diesen slawischen Ortsnamen sowieso sehr, sehr skeptisch und selbst der große Karl Dietl hat schon in den 1960er, 70er Jahren damit angefangen, gut, ich sage einmal 95% davon auf andere Begriffe auch zurückführen zu können, insbesondere eben deswegen, weil in vielen Fällen die erste urkundliche Erwähnung noch gar nicht von einem Ort mit Endung "-itz", gesprochen hat, sondern weil diese Endung "-itz" erst in den nächsten Jahrhunderten dazugekommen ist. Das hat sich also ein Stück weit verschliffen. Der Dietl hat da beispielsweise Adlitz als Exempel herangeführt und hat gesagt, das taucht das erste Mal auf als Adolzhofen. Also quasi der Hof des Adolt. Und aus diesem TS, diesem S-Genitiv, da hat sich dann am Ende tatsächlich eben Adolz, Adolitz und Adlitz entwickelt. Also man sieht schon, die Slawen, das ist so eine Geschichte, einen richtigen Beleg, dass sie in dieser großen Zeit da waren, haben wir bis heute nicht. Und deswegen müssen wir in der Forschung zwischenzeitlich eben Ockhams Rasiermesser anwenden und sagen, wir schneiden mal alles weg, was nicht gewesen sein muss. Und am Ende bleibt es da, was vielleicht gewesen sein kann. Und diese Sichtweise, die würde dann eben dazu führen, dass wir sagen, ja, Slawen sind mal durchgezogen, insbesondere außenrum, aber eine große angelegte slawische Besiedlung, flächendeckend vielleicht sogar, die hat es bei uns nicht gegeben. Und wenn man sich das jetzt im Hinterkopf behält, dann ist natürlich auch die anschließende Theorie, dass ab der karolingischen Zeit Menschen, Missionare hier heraufgeschickt worden sind, um die Slawen zu christianisieren, so nimmer haltbar. Genau diese These steht aber auch im Kern der Geschichte der Stadt Münchberg. Auch die führt sich zurück auf Mönche, der Name soll ja von Mönchsberg kommen. Und deswegen hat man da immer erzählt, früher waren wir alle mal Heiden, dann sind die Mönche hergeschickt worden, die haben diese Heiden christianisieren soll und von denen Mönche, du stammer mir noch ein O. Das ist jetzt grundsätzlich, sofern sich die Mönche und die damals geltenden Regeln gehalten haben, ein bisschen schwierig. Vor einem Mönch O-Stammer. Da gibt es eigentlich Vorschriften, die genau das verhindern sollten. Aber darüber hinaus ist es eben auch in Münchberg so, dass diese Herleitung von den Mönchen oder die Ableitung einfach keinerlei Sinn ergibt. Denn auch da war schon seit dem ausgehenden Mittelalter die Frage, wenn wir uns von Mönchen ableiten, wo ist dann das Kloster? Ja, wo gab es das? Und so haben jetzt die Münchberger, und das möchte ich euch heute gerne ein bisschen erläutern, so haben jetzt die Münchberger angefangen, ihre Stadtgeschichte nachträglich zu deuten. Am Anfang steht da dabei der Name der Stadt Münchberg, damals Mönchsberg, zwischendurch tatsächlich einmal erwähnt. Ursprünglich hieß dieses Dörfchen aber Münixberg. Gegründet worden ist es, das wissen wir mittlerweile, von Hildebrand, die Münixberg, der damals im Gefolge der ersten sogenannten fränkischen Landnahme um das 11. Jahrhundert nach Christus hier raufgekommen ist
und der dann eben nahe der Pulschnitz an zwei Altstraßen gelegen einen Turmhügel errichtet hat oder übernommen hat, je nachdem, den er dann eben seinen Namen gab. Der wurde dann später ein Dorf nebendran gegründet, um diesen Turmhügel entsprechend auch zu versorgen. Und deswegen bekam das Dorf den Nachnamen dieses Mannes. Höchstwahrscheinlich kam dieser Hildebrand de Münixberg aus dem Thüringischen, nämlich aus Münixberg, das gibt es da bis heute, und hat den Namen einfach mitgebracht. Das war also eine Art von Abstammungsnachweis, ja? Hildebrand aus Münixberg und demnach eben Hildebrandus de Münixberge, wie es damals geheißen hat. That's it. Woher der Name Münixberg ursprünglich kommt, da gibt es verschiedene Deutungen. Münich beispielsweise bedeutet auch oft Wallach. Das heißt also, der könnte durchaus irgendwas mit Pferden zu tun gehabt haben oder seine Familie damals im Thüringischen. Man weiß es nicht. Und genau das hat die Münchberge gewurmt. Ja, denn jetzt war dieser Name da und keiner hat genau gewusst, woher er kommen soll. Was macht also der Mensch? Er fängt an, die Namen zu erklären oder besser gesagt nach logischen Erklärungen zu suchen. Und da ist dann er ganz schlauer auf die Idee gekommen zu sagen, naja, Münixberg, das kann sich nur von Mönchsberg ableiten. Insofern war jetzt mit einem Mal diese falsche Deutung in der Welt. Und tatsächlich taucht der Name dann gut 150, 200 Jahre nach der Ersterwähnung auch das erste Mal so in den Urkunden auf. Das Ganze geht jetzt so weit, dass die Münchberger irgendwann selber davon überzeugt gewesen sind, dass sie sich von einem Mönchsorden ableiten müssen. Und deswegen hat man ab dem Ende des Mittelalters damit begonnen, ich sage jetzt mal systematisch dieser Herleitung des Namens Nachdruck zu verleihen. Man hat sich beispielsweise im 16. Jahrhundert darüber aufgeregt, dass das Münchberger Stadtwappen, das ursprünglich nur aus den beiden schwarzen Ems auf silbernem Grund bestand und der sogenannten Zollernvierung, dass dieses Wappen ganz oft verwechselt worden ist, beispielsweise mit dem Wappen von Wunsiedel. Wenn man das ein bisschen schräg in Siegelwachs reingedrückt hat, dann konnte man das leicht vertauschen. Und deswegen haben die Münchberger gesagt, nee, wir brauchen irgendwas, was uns einmalig macht. Und so wurde 1562 das erste Mal der Mönch in das Wappen eingeführt, weil man damit der Herleitung vom Kloster ein Stück weit nach außen hin Nachdruck verleihen wollte. Also auch die zweite Spur, die auf das Münchberger Kloster verweist, ist tatsächlich erst im Nachhinein entstanden. Das ist schon mal ganz wichtig festzuhalten. Das einzige Problem, was man jetzt immer noch hatte, man konnte den Namen auf Mönchsberg super zurückführen, man konnte das Wappen jetzt vorführen, ja, um zu sagen, natürlich stammen wir von den Mönchen ab, sieht man ja hier schön im Wappen. Übrigens, der Mönch im Wappen hat im Laufe der letzten 500 Jahre öfter mal die Ordenszugehörigkeit gewechselt. Am Anfang war es ein Benediktiner, dann war es einmal ein Kapuziner, ein Franziskaner, also auch das zeigt schon, so ganz, ne, hat man da eigentlich niemals gewusst, was Sache ist, deswegen hat man es dann immer ein bisschen angeglichen, halt je nachdem, was gerade noch en vogue war. Aber was eben immer noch fehlte, war das Kloster. Wenn man also sich jetzt aus einem Kloster ableiten möchte, dann muss man ja auch irgendwo was haben. Und jetzt kommt Karl Zapf ins Spiel. Karl Zapf, der Vater von Ludwig Zapf, hat 1829 den ersten Versuch einer Geschichte der Stadt Münchberg geschrieben. Und da drin stellt er die Theorie auf, Mensch, sagt er, was waren wir blöd, da suchen wir seit 800 Jahren nach diesem Kloster, dabei gibt es doch am Oberen Markt, so hieß die Straße damals noch, die heutige Ludwigstraße, schon seit Jahrhunderten ein Gebäude, das den Namen Siebenbrüderhaus trägt. Und woher soll denn der Name sonst kommen, wenn nicht von den sieben Brüdern, die da drinnen gewohnt haben? Fortan also war in Münchberg klar, dieses Gebäude war das ehemalige Kloster. Postwendend hat man den Platz davor in Klosterplatz umbenannt. Die Straße nebendran wurde zum Kloster Berglein und zu allem Überfluss hat man dann sogar in nachfolgend angefertigten historisierenden Darstellungen immer darauf hingewiesen, jawohl, dieses Gebäude war früher mal das Kloster gewesen. Die Menschen waren zufrieden, alles war klar, supi. In den 1950er Jahren kam dann der Karl Dietl. Und der hat gesagt, das mit dem Kloster, das macht keinen Sinn, denn, wie schon gesagt, er hat ja auch herausgefunden gehabt, Slawen waren in dieser Form nicht da. Das heißt also, Christianisierung hat es in dieser Form nicht gegeben, was wiederum bedeutet, Mönche können ja eigentlich nicht so stark da gewesen sein. Deswegen macht auch das mit dem Siebenbrüderhaus keinen Sinn. Und so hat er herausgefunden, dass das Siebenbrüderhaus tatsächlich erst im 17. Jahrhundert errichtet wurde und dass das ursprünglich den Namen Siechenbrüderhaus getragen hat. Seuchenbrüder. Das war ein Seuchen, ein Krankenhospiz, könnte man sagen. Das heißt, wenn jemand in der Stadt krank gewesen ist, dann hat man ihn außerhalb der Stadtmauer, ganz wichtig, in dieses Gebäude
Da hat er dann eine rudimentäre Pflege bekommen, aber ganz wichtig, er konnte halt keinen anderen anstecken. Man hat noch nicht gewusst, dass Bakterien und Viren existieren, aber man hat auf jeden Fall schon verstanden gehabt, wenn einer hust, hust zwar doch später der Nächste. Ne? Deswegen hat man also jeden Menschen, der krank war, erst einmal aus der Gesellschaft raus und hat ihn in eine Quarantäne. Der Name kommt im Übrigen von Quaranta, also von 40 Tagen, die man eben warten musste. Das war damals bei Venedig der Fall gewesen, bevor man da wieder rausgekommen ist. Wichtig ist jetzt Folgendes: Dieses Siegenbrüderhaus heißt im Fränkischen Siegenbrüder, ja, der hieß Siegen. Und jetzt ist es ziemlich einfach, von Siegen auf Sieben zu kommen und am Ende von Sieben in der hochdeutschen Rückübersetzung auf Sieben. Und so wurde aus dem Siechenbrüderhaus das Siebenbrüderhaus, das der Karl Zapf fälschlicherweise als Kloster identifiziert hat. Mittlerweile wissen wir, dass es in Münchberg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie ein Kloster gegeben hat, sondern dass ganz im Gegenteil eben diese damaligen fränkisch-christlichen Siedler ab dem 11. Jahrhundert damit begonnen hatten, die Region aus Richtung Westen systematisch zu kolonisieren und dabei natürlich auch den Glauben mitbrachten, dass es aber eben diese Auseinandersetzungen zwischen Slawen, Heiden und Christen in dieser Form wahrscheinlich nicht gegeben hat. Am Ende kann man festhalten, Münchberg hatte leider nie ein Kloster. Mönche waren zwar durchaus da, sind allerdings meistens erst im Rahmen späterer ja, Ausgriffe, sage ich einmal, des Bistums Bamberg insbesondere zu uns gekommen. In Hof beispielsweise gab es sogar zwei Klöster, aber eben auch nicht am Beginn der Stadt, sondern erst an deren Höhepunkt im Mittelalter sind die gegründet worden. Und insofern ist diese Legende der Münchberger Mönche, die sich rund um das Siebenbrüderhaus entsponnen hat, eigentlich auch ein schöner Beweis und ein schönes Beispiel dafür, dass man eben nicht immer mit der eigenen Meinung hingehen und versuchen sollte, sie zu bestätigen, sondern dass man eher sehr offen sein muss, um ausgehend von dem, was man sieht, nach einer Erklärung dafür zu suchen. Ich wünsche euch bei der Suche nach solchen Erklärungen, bei der Suche nach den weiteren Rätseln der Heimatgeschichte ganz viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Servus und Adi dabei.